So, ich wünsche euch Gottes Segen und gesegneten Sabbat, fast noch nicht ganz. Schön, dass ihr da seid. Ich meine, wenn ich hier durch die Reihen schaue, dann würde ich sagen, manche nehmen es mit Corona zu genau, mit dem Abstand und mit der Auflage, wie viele Personen in einem Raum sitzen dürfen. Aber was denkt ihr, was glaubt ihr, wenn wir wüssten, Jesus würde nächste Woche wiederkommen, rein mal hypothetisch. Was denkt ihr, wie viele Plätze wären hier frei? Das ist eine rein hypothetische Frage. Ich glaube, hier würde kein Platz frei sein. Jeder würde versuchen, das Letzte, was er noch kriegen kann, an Inhalt und an Wort Gottes mitzunehmen, um bereit zu sein, wenn er da ist. Nun, wir wissen ja nicht, wann er wiederkommt, wir wissen das, Zeit und Stunde kennen wir nicht, aber ich glaube, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch persönlich ist, aber ich glaube das schon eigentlich, seit ich mich entschieden habe, Jesus in der Taufe nachzufolgen, aber noch nie, seit ich zurückdenken kann, habe ich es so fest geglaubt wie jetzt. Und das hat Gründe. So wie die Bibel, der Paulus sagt, dass unser Glaube ja nicht irgendwie nur ein vielleicht mal sehen könnte sein ist, sondern Hebräer 11, Vers 1, da steht, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, aber von denen man gewiss ist. Eine Gewissheit, die weit über den Intellekt hinausgeht. Eine Gewissheit, die nur der Heilige Geist schenken kann. Unser kleines Wochenendstudium heute und morgen hat so den Übertitel "Wer Ohren hat, der höre". Und Gott hat so gut mit uns gemeint, dass er uns nicht nur ein Ohr gegeben hat, sondern sogar zwei Ohren, aber nur einen Mund. Und das hat wahrscheinlich seine Gründe. Wir haben auch zwei Beine und zwei Arme. Wir haben nicht jedes Organ doppelt. Aber ich denke, die wir doppelt haben, da hat sich Gott dabei was gedacht. Irgendwie muss das wahrscheinlich damit zu tun haben, dass wir die Organe, die wir doppelt haben, wahrscheinlich in unserem Leben mehr benutzen sollen, als die, wo wir nur eine haben. Oder ein Gliedmaß davon haben. Nur mal vielleicht so zum Nachdenken. Ja, dieser Gedanke, wer Ohren hat, der höre, der baut auf einen Bibeltext auf, das wisst ihr. Eigentlich sind es, ich habe nachgeschaut, sind es 12 Texte in der Bibel, wo das vorkommt, dieser Ausdruck, wer Ohren hat, dass er hören soll. Und ich möchte mit euch einen Text zugrunde legen unserem Studium, das wird uns begleiten, hoffentlich nicht nur heute, sondern auch wenn wir morgen zusammenkommen und zwei Studien haben, und den findet ihr in Matthäus Kapitel 13 und dort Verse 16 und 17, wobei ich jetzt nur mal einen Teil von 16 lese. Matthäus 13 und dort Vers 16. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Selig, altdeutsches Wort, genau genommen heißt es glücklich. Die Bibel sagt uns, dass Menschen glücklich sind, dass wir glücklich sein dürfen, wenn unsere Augen sehen, oder sagen wir mal, dass wir sehen, und unsere Ohren, dass sie hören. Ich möchte kurz zurückgehen in der Zeit, und zwar in das Jahr 2001. Ich weiß nicht, ob ihr noch euch erinnert an das Jahr. Es wird immer in der Geschichte bleiben, weil egal, was ihr getan habt, ihr werdet euch wahrscheinlich deswegen an das Jahr erinnern, weil im September dort am 11. Dinge geschehen sind, die ja nachhaltig gewirkt haben bis in unsere Zeit hinein. Auch wenn hier viele darüber nicht mehr nachdenken, aber vieles, was wir heute erleben, hat dort seinen Ursprung. Damals am 11. September 2001 geschah was Außergewöhnliches, über das man nicht so sehr sprach, weil eben die Medien sich das rausgesucht haben, was für sie interessant war. Tragödien, Katastrophe und so weiter.
Ich weiß nicht, wer damit vertraut ist, mit dem Namen Michael Hingson. Schon mal gehört? Michael Hingson befindet sich am 11. September am Vormittag, am Morgen im 78. Stockwerk des World Trade Centers, des Nordturms, als 12 Stockwerke über ihm, wie wir alle wissen, ein Flugzeug eingeschlagen hat, als die Katastrophe geschieht. Michael Hingson ist seit seinem 6. Lebensmonat blind. Er befindet sich an dem Tag oben im 78. Stockwerk. Aber er ist nicht allein in dem Büro, und als er merkt, hier stimmt was nicht, das Haus hatte sich rübergelehnt, hat sich wieder zurück bewegt in seine Ursprungsposition, und dann merkt er, hier stimmt was nicht, aber er wusste es nicht, er hat nichts gesehen, er hat nicht gesehen, dass außerhalb der Fenster Papier und alle möglichen Sachen schon runterfielen an den Fenstern vorbei, aber er hatte ein gutes Empfinden als Blinder und er reagiert sofort und greift nach der Hundeleine von seiner Hündin. Ihr Name war Roselle und sie sollte an diesem Tag berühmt werden. Sie diente ihm schon fast 2 Jahre als Blindenhund, und dank ihr gelang es Michael Hingson, er war schon fortgeschrittenen Alters, noch nicht im Rentenalter, aber schon ein paar Jahre davor. Und dank dieser Hündin war es möglich, dass Michael Hingson in 48 Minuten vom 78. Stockwerk es schaffte, aus dem Gebäude herauszukommen. Unterwegs sogar noch andere Leute ermutigt hat, nicht stehen zu bleiben, und Leute den Hund noch streicheln konnten und verschiedene Sachen, die er in seinem Buch erzählt. Ein interessantes Buch. Und ich sehe hier ein paar Kinder, das Buch müsst ihr euch unbedingt besorgen. Aber auch für Erwachsene ist das interessant. Das heißt, in Deutsch heißt es ein Held auf 4 Pfoten. Ich sage euch, wenn ihr anfängt da zu lesen, dann wollt ihr nicht mehr aufhören. Es ist so spannend. Held auf 4 Pfoten. Oder im Englischen, wer lieber Englisch liest, Thunderdog. Und das ist ja schon eigentlich fast ein Wunder, muss man sagen. Ich weiß nicht, wer von uns als jüngere oder fitte Person in der Lage wäre, 78 Industriestockwerke haben nicht 2,50 Meter, sondern die haben 4 Meter, könnt ihr euch ausrechnen, welche Höhe. Wer von uns das geschafft hätte, in knapp über einer Dreiviertelstunde da runterzukommen? Er als Blinder keine 50 Minuten. Phänomenal, das ist allein schon fast ein Wunder. Aber das für mich Beeindruckendste an der ganzen Geschichte geschieht außerhalb des Gebäudes. Als er dort rauskommt aus der Lobby und dann draußen auf dem World Trade Center Plaza steht, da rennt er zuerst, aber dann gehen ihm Gedanken durch den Kopf, die ihn fast lähmen. Plötzlich schießt ihm nach dieser erfolgreichen Abstieg, schießt ihm durch den Kopf, dass er es nicht schaffen wird und dass er sterben wird. Er war fast wie gelähmt und er hört um sich herum, die Ohren sind ja sehr ausgeprägt von blinden Menschen, er hört um sich herum, wie Menschen weinen, schreien, verletzt werden, Glassplitter und Bauteile fallen runter und erschlagen manche Leute, furchtbare Dinge, und er hört das alles und er hört, wie Menschen neben ihm sogar sterben. Und das alles bewegt ihn dazu, fast wie versteinert dort zu stehen, und er hat befürchtet, dann wurde er auch noch von jemandem getrennt, den er kannte, und er befürchtet, er überlebt das nicht. Und dann geschieht was Interessantes. In dem Chaos um ihn herum, wo Menschen schreien, weinen, verletzt werden oder sterben, hört er plötzlich eine Stimme. Und diese Stimme sagt, und das möchte ich euch zitieren aus dem Buch: Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Konzentrier dich auf das Vorwärtsgehen mit Roselle. Es war sein Hund, seine Hündin. Der Rest erledigt sich von selbst. Zitat Ende. Er sagt in dem Buch, das möchte ich betonen, das war nicht ein Gefühl, das er plötzlich so spürte, das, was ich gerade vorlas.
Er sagte, er hat so klar eine Stimme gehört, wie ein Mensch, der direkt zu ihm ins Gesicht spricht. Später sagt er, dass er weiß, dass das Gott war, der zu ihm gesprochen hat. Ich lese euch mal den Satz vor, was er nachher sagt über die Stimme in seinem Buch. Er sagt, ich hätte diese Stimme ignorieren können. Ich hätte jede Menge Dinge tun können. Aber ich tat, was Gott sagte. Roselle und ich haben zusammengearbeitet und wir haben es gut überstanden. Zitat Ende. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe keinen Zweifel, dass der Mann nicht an Halluzinationen litt oder irgendwie eine kreative Fantasie hat und sich diesen Satz eingebildet hat. Es hat sein Leben schwer verändert und er wurde seit dieser Zeit sogar viel eingeladen als Sprecher für Motivationskurse und wie man in Krisensituationen und so weiter. Und er hat immer wieder Zeugnis gegeben von dieser Stimme, die er hörte. Die sagte, ich sage es nochmal, merkt euch das, was diese Stimme zu dem Mann sagte. Das soll uns nachher ein bisschen beschäftigen. Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Konzentrier dich auf das Vorwärtsgehen mit. In dem Fall war es Roselle, der ihn führte, die Hündin. Aber nicht jeder von uns hat eine Blindenhündin, die ihn führt. Wir wissen, dass wir als Christen, so sagt es die Bibel in Johannes, dass wir geführt werden von Jesus Christus. Er ist unser Haupt, heißt es in Kolosser. In Johannes 16 heißt es, dass der Geist, er sagt, es ist gut, dass ich gehe und wenn ich gehe, dann möchte ich euch einen Tröster zurücklassen. Und ihr könnt jetzt nicht alles tragen, ihr habt noch viel zu sagen, aber der Tröster, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Die leise Stimme hinter einer blinden Gemeinde. Was für ein Gleichnis, dachte ich mir, als ich das erste Mal von meinem Sohn hörte, auf dem Weg zur Schule, als wir morgens im Auto unsere Andacht machten und er mir aus dem Buch las. Ich dachte mir kurz darauf, geht mir schon lange durch den Kopf, aber jetzt die Tage ist es mir wieder eingefallen und habe gedacht, das wäre vielleicht interessant, auch darüber mal euch in Kenntnis zu setzen. Was für ein Gleichnis, was damals passierte und niedergeschrieben wurde für eine blinde Gemeinde, von der wir wissen in Offenbarung, dass es die letzte Gemeinde ist vor der Wiederkunft, die sich in einer, nicht nur blind ist, sondern in einer Notsituation befindet, genauso wie Michael Hinkson. Inmitten von Terror und Chaos, oder sehe ich das falsch? Ist es nicht das, was uns überall umgibt? Ja oder nein? Schaut die Medien an, was ihr seht. Vor allem in diesen Tagen jetzt. Umgeben von Zeichen, die ankündigen, dass die Weltzeit zu Ende geht. Ich möchte hier nicht dramatisieren. Wir können das alles noch morgen vertiefen. Und die Zeichen, die uns zeigen, dass Jesus bald wiederkommt. Eine blinde Gemeinde in Not und Chaos, genauso wie Michael Hinkson damals. Und ich frage mich ganz ernsthaft, ihr Lieben, ob diese Stimme, die zu ihm sprach und was sie sagte, nicht genau die Lösung ist für uns heute als Gemeinde Laodicea. Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst, sondern konzentrier dich darauf, dass du vorwärts gehst mit deinem Führer. Der Rest erledigt sich von selbst. Zitat Ende. Doch es gibt Hoffnung. Obwohl Laodicea blind ist und oftmals bleibt man dabei stehen bei dieser Diagnose. Aber die Bibel zeigt uns hier, obwohl Laodicea blind ist, und das sind wir Geschwister, ich möchte nicht drum rumreden um heißen Brei, wir haben nicht viel Zeit an diesem Wochenende. Das ist nicht irgendjemand, irgendeine Denomination oder vielleicht Babylon oder sonst irgendwas, was wir in der Bibel finden oder suchen. Laodicea ist niemand anders als das bekennende Volk Gottes. Niemand anders. Und wenn wir uns bekennen zu Gott, dann müssen wir diese Beschreibung der Gemeinde auf uns anwenden.
auf uns als Adventgemeinde. Aber es gibt in dieser Diagnose gibt es eben Hoffnung, einen Weg aus der Katastrophe heraus. Aber doch wie bei Michael Hingson liegt die Herausforderung und die Lösung nicht daran, ob man blind ist. Wir können uns das jetzt als sehende Menschen nicht vorstellen. Wenn wir uns vorstellen würden, jetzt macht jemand für uns das Licht aus, nicht jetzt, wenn wir sitzen, brauchen wir kein Licht. Aber stellt euch vor, ihr seid zum Beispiel dabei, 78 Stockwerke runterzugehen, und zwar nicht als Spaziergang oder als Trainingseinheit, sondern weil Tausende von Menschen sich da runterquetschen und raus wollen aus dem Gebäude und du bist blind. Stell dir in dem Moment vor, du bist nicht blind und bist auf dem Weg dort 78 Stockwerke nach unten und du siehst nichts. Und plötzlich macht jemand das Licht aus, total, und du siehst gar nichts mehr in diesem Gebäude, auf dem Treppenhaus. Wie fühlst du dich bei dem Gedanken? Du willst so schnell wie möglich raus und in einer Sekunde siehst du nichts mehr. Wisst ihr müsst das Buch lesen, es ist so tragisch, es ist einfach zum Schmunzeln. Es ging dort, das Licht kurz verzerrt sich aus im Treppenhaus, und der Michael Hingson hat den Leuten einfach gesagt, Leute, haltet euch an mich. Das ist interessant, weil für ihn macht es keinen Unterschied, ob das Licht ausgeht. Für ihn war das Licht immer schon aus. Und das heißt, es liegt nicht daran, ob jemand blind ist oder sehen kann, die Herausforderung und der Weg, die Lösung, sondern ob man bereit ist, der Stimme zu gehorchen, die zu uns spricht. Und ich hoffe, und ich sage das nicht als homiletische Floskel oder als irgendwie nette Predigt-Sprachschmankerl, ich hoffe, dass jeder von uns die Stimme hört. Weil die Bibel nicht an einer Stelle, sondern an vielen Stellen deutlich macht und ganz klar sagt, dass Gott zu seiner Gemeinde spricht. Und nicht nur zu seiner Gemeinde als Ganzes, sondern individuell. Und zwar zu seinen Schafen, Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Ja oder nein? Steht es dort oder nicht? War das von Jesus so eine rhetorische, nette, verblümte Floskel, wo er die Leute ermutigen wollte? Was denkt ihr? Oder hat Jesus das wirklich gemeint, was er in Johannes 10 sagte? Meine Schafe hören meine Stimme. Und er sagt in Johannes 10, dass seine Schafe die Stimme unterscheiden können zwischen denen, die vorgeben, Hirten zu sein, und dem wahren Hirten, dem guten Hirten, der vorausgeht und mit seiner Stimme und nicht mit anderen Dingen, sondern mit seiner Stimme die Gemeinde lenkt. Ihr wisst vielleicht, ich will darauf nicht länger eingehen, weil mir fehlt sonst die Zeit. Aber wisst ihr, dass Schafe kurzsichtig sind? Wisst ihr das? Schafe können nach spätestens 20 Meter überhaupt nicht mehr wissen, ist es der Hirte oder ist es ein Baumstamm? Ja, die können natürlich unterscheiden, weil der sich natürlich bewegt und so weiter. Aber sie sehen nicht mehr das Gesicht des Hirten nach 20 Meter. Schafe sind kurzsichtig. Aber wehe, wenn sie auf einer Weide, ich bin mal vorbeigegangen an einer Schafsherde, spazieren am Sabbat mit der Familie schon viele Jahre her. Wehe, wenn das Auto des Schäfers sich nähert an die Herde. Nur das Auto, noch nicht mal die Stimme. Ihr wisst es, wer Hunde hat, das sind nicht nur Schafe. Wenn Hunde das Motorgeräusch hören von dem Herrchen des Auto oder Frauchen, dann sofort. Und die Gemeinde, sagt uns die Bibel, und nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderer Stelle, und die möchte ich jetzt lesen, weil um den Text geht es mir vor allem. In Jesaja 30, Vers 20. In Jesaja 30, Vers 20. Da ist die Lösung, aber auch eine Herausforderung gleichzeitig, wo wir hoffen dürfen und uns freuen dürfen als Gemeinde Laodicea, die blind ist, dass die Lösung von Gott über das Ohr kommt. Ihr wisst, deswegen gibt es auch dieses Signal in Offenbarung 3. Da steht nirgends, schaut mich an,
Ich stehe hier, seht ihr mich? Da steht, ich stehe vor der Tür, da ist kein Sichtkontakt, ja oder nein? Kein Sichtkontakt, das ist unsere Situation. Wie oft habe ich mir gewünscht, in der Zeit Jesu zu leben, ihr auch? Schon mal durch den Kopf gegangen? Erst vor kurzem wieder lag ich im Bett, habe nachgedacht, habe gebetet und ich dachte, Jesus, ich würde gern mit dir 5 Minuten einfach mal unter 4 Augen reden. Ich meine nicht im Gebet, jetzt hier. Aber ich weiß, ich bin geduldig. Er hat versprochen, das wird passieren bald. Aber dieses Geräusch, da ist kein Sichtkontakt und das betrifft ja uns. Wir sehen Jesus nicht, wie die Jünger damals. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Nachteil ist. Aber in Jesaja 30, Vers 20 steht ein interessanter Text. Eine Verheißung, eine Prophezeiung, ein Versprechen, ein Hoffnungsschimmer. Ich lese den ersten Satz mit, obwohl er eigentlich nicht dazugehört für mich jetzt, von dem, was ich sagen will, aber der Kontext ist eine Verheißung. Er spricht von der Zukunft. Und der Herr wird euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben. Und dein Lehrer wird sich nicht mehr verstecken müssen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Augen. Das ist eine Prophezeiung auf die Zukunft. Hochinteressant, dass hier ein Text steht. Ich meine, wer ist unser Lehrer? Laut Bibel. Wer ist unser Lehrer? Wer ist unser Lehrer? Wen meint er hier, der Text? Wer ist unser Lehrer? Richtig, der Heilige Geist. Ist ein interessanter Name übrigens im Hebräischen. Ruach, was Kehle, Rachen oder auch Geist heißen kann. Aber auch Lehrer. Das ist das hebräische, aramäische Wort für Lehrer. Ruach. Aber in Johannes 8 sagt Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31. Und er sagt hier das Wort Jünger. Ihr wisst, was da steht. Ich will euch nicht langweiligen mit trockener Materie aus Wörterbüchern, aber wisst ihr, was da steht bei Jünger? Im Englischen Disciples. Das griechische Wort heißt hier Mathetes. Das heißt wörtlich Schüler. Wortwörtlich übersetzt Schüler. Ihr seid wahrhaftig meine Schüler. Ihr könnt auch umgedreht sagen, ich bin wahrhaftig euer Lehrer, wenn ihr die Voraussetzung erfüllt, nämlich an meinem Wort zu bleiben. Das ist das. Der Lehrer, der Schüler lernt vom Lehrer. Wenn er dranbleibt und nicht sagt, ich höre mal kurz zu und dann weiß ich schon, was du meinst. Ein Riesenproblem in dieser Generation heute. Alle, die einen Finger haben und die wissen, wie man auf Google kommt, die glauben, die Welt erklären zu können. Man muss heute nur noch klicken können und Google lesen, was Google sagt. Absolute Tragödie in dieser Generation bei den jüngeren Leuten. Absolut eine Katastrophe. Alles kommt aus Wikipedia und Google heute. Klassenarbeiten, Arbeiten, die man schreibt, Antworten, die man gibt. Alles kommt, ich überziehe ein bisschen, aber irgendwo ist was Wahres dran. Und dieser Text, der sagt hier, der Lehrer wird sich eines Tages, da wird ein Zeitpunkt sein, wo er sich nicht mehr verstecken muss. Habt ihr euch jemals nachgedacht, was das für einen Sinn macht? Wenn Jesus unser Lehrer ist oder der Geist, der sein Stellvertreter ist, nachdem er wieder in den Himmel geht, was für einen Sinn macht sich das, dass der Lehrer sich verstecken muss? Denkt mal drüber nach. Steht da irgendwo in der Bibel, dass der Heilige Geist sich verstecken wird in dieser Welt? Nein. Aber wenn ich das ernst nehme, was in der Bibel steht, ich in euch und ihr in mir, oder ich werde euch die Gabe des Geistes geben, und der Geist wird in euch, der Tempel des Heiligen Geistes. Dann kann der Geist, der Lehrer, sich nur dann verstecken, wenn? Bisschen Logik. Der Geist in mir, Christus in mir, der kann sich nur verstecken, wenn ich mich verstecke. Denn er ist in die ganze Welt gesandt, der Geist. Nicht nur zu uns, zu allen Menschen.
Könnte das sein, dass Laodicea in einer Phase ist, wo sie sich so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man gar nicht merkt, dass man sich in dieser Welt versteckt, statt Lehrer zu sein oder dem Lehrer zu helfen, die Welt von dem zu überzeugen, was der Lehrer lehren will? Ich lese mal weiter. Das ist nur ein Nebengedanke. 21. Deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht, weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Folge im Vers 22 wird sein, ihr werdet eure überzogenen Götzen, über silbernen und vergoldenen Götzen, werdet eure Götzenbilder, werdet sie wegwerfen und wie Unrat und zu ihnen sagen, hinaus! Was wird passieren, wenn ich die Stimme Gottes höre? Hinter mir? Fantastisch! Was sagte Gott zu Michael Hingson? Wisst ihr es noch? Ungefähr? Kümmere dich nicht um die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Geh vorwärts mit deinem Führer. Alles andere wird sich dann klären. Hier steht, wenn wir die Stimme hinter uns hören, das ist der Weg, geht nur den Weg, nicht rechts und nicht links. Übrigens wäre ein interessanter Text, ist nicht mein Thema, ist auch nicht meine Predigt, aber das mal auszulegen hier. Heute, wo alle sich einreihen müssen, irgendwo zwischen liberal und konservativ. Rechts und links. Der Heilige Geist sagt, geht weder den einen Weg noch den anderen Weg. Geht den Weg, den der Geist führt. Und zwar den Weg, den ich euch zeige. Nicht da lang, nicht da lang. Und was wird dann passieren? Genau das, was die Stimme zu Hingson sagte. Alles andere wird daraus sich ergeben. So war es auch. Der Mann, der kam durch. Der hatte zwar eine völlig verstaubte Lunge und er hat es gerade so geschafft, denn als er knapp 100 Yards, sagt er, ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, entfernt war, sagte er mit dem Hund, brach das Gebäude zusammen. Hätte er nur wenige Sekunden dort weiter sinniert darüber, ob er vielleicht sterben wird und wie es ihm gerade emotional geht und ich bin blind und was soll ich tun, ich armer Mensch und wer wird mir helfen, ach, dann wäre er tot gewesen. Statt dass er einfach vorwärts geht, wie die Stimme sagte, kümmere dich nicht darum, du kannst das nicht regulieren, du bist blind, tu das, was du tun kannst. Folge meinen Anweisungen, geh vorwärts mit deinem Führer. Das war der Hund in dem Fall. Und die Folge wird sein, dass unsere Götzen, was immer das ist in unserem Leben, wird von uns rausgeworfen. Es wird gehasst werden. Das ist übrigens nebenbei die Lösung für Sünde. Es gibt heute Kurse, Seminare und Therapieformen, wie man Negatives, wie man positiv denkt und wie man als Christ dieses schafft und jenes schafft. Leute, da sind sicherlich immer gute Gedanken dabei, keine Frage. Aber die Bibel macht es anders. Die Bibel sagt hier, wenn wir der Stimme gehorchen, die uns sagt, welchen Weg wir gehen sollen. Und wir wissen, dass es die Bibel ist, die uns zu uns spricht. Er sagt, ihr sucht in der Schrift und sie ist es, die von mir zeugt. Und viele andere Texte. Wenn wir das tun, dann werden wir nicht Seminare besuchen müssen, die darüber sprechen, wie ein Christ positiv denken lernt und dadurch einfach irgendwie Kraft gewinnt. Dann werden wir, wenn wir dieser Stimme gehorchen und gehen den Weg, werden wir anfangen, die Sünde zu hassen. Wir werden anfangen, die Götzen in unserem Leben zu hassen, was immer das auch sein mag. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Geschwister, ihr Lieben, ganz ehrlich, lasst uns jetzt mal kurz innehalten. Ich möchte euch jetzt fragen, was seht und was hört ihr? In dieser entscheidenden Stunde der Weltgeschichte. Könnten wir jetzt lange sammeln. Wahrscheinlich könnte jeder von euch jetzt eine Andacht halten oder eine Predigt sogar oder eine ganze Serie. So viel gäbe es da zu sagen. Aber jetzt mal im Ernst, was seht und hört ihr in dieser Phase der Weltgeschichte? Ich möchte euch ein bisschen teilhaben lassen an dem, was ich sehe und was ich höre. Ich sehe und höre eine Welt in Hunger. Und ich denke an Matthäus 24, 7, wo es heißt, es werden Hungersnöte sein hier und da. Ich
bin jetzt knapp wieder 3 Monate in Deutschland und war genauso lange etwa weg und bin gerade gegangen, als die Heuschrecken kamen. Und die kamen nicht nach Deutschland, wo die Supermärkte überquillen, sondern die Heuschrecken, die kamen genau dahin, wo gar nichts gibt und haben das Letzte auch noch gefressen. Ein ganzer Gürtel von Uganda rüber haben die eine Schneise geschlagen, bis rüber nach Äthiopien und dann nach neben Äthiopien, jetzt stehe ich auf der Leitung, wo sind die ganzen Seepiraten, wo gibt es die? Somalia, danke. Das heißt, die haben da so eine Schneise geschlagen, Millionen, ich habe ein Video hier, ich könnte es euch zeigen, Millionen auf dem Boden, das ist, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ein Teppich. So wie ein Teppich, wie ein schwarzer Teppich. Wenn ihr gehen wollt, dann tretet ihr gleich mal ein paar Tausend kaputt. Aber du kannst ja nicht stehen bleiben den ganzen Tag. Aber ich habe jetzt die Zeit nicht. Ich würde euch gerne Erfahrungen erzählen. Denn in dem Dorf herum, wo wir unsere Missionsstation gebaut haben, die jetzt dieses Jahr fertig wurde, das Gesundheitszentrum, das kommt nächstes Jahr dran. Was schätzt ihr, wie viel die kaputt gefressen haben? Was schätzt ihr? Gar nichts. Wir kriegen hier gar nicht mit, was da passiert in der Welt. Oh, was könnte ich jetzt erzählen? Vielleicht erzähle ich das morgen als Kindergeschichte. Aber habt ihr schon mal davon gehört, dass in der Missionsstation in ist es Angola? Nicht Angola. Okay, bis morgen weiß ich es. Habt ihr mal gehört, dass da seit über 50 Jahren Manna fällt auf einer adventistischen Missionsstation? Schon mal gehört? Jede Woche. Die haben Hungersnöte gehabt, jahrelang, dann fiel in der Missionsstation Manna. Könnt ihr einen Bericht von Stimme der Hoffnung in dem Land, da gibt es Hope Channel, nicht Stimme der Hoffnung, Hope Channel, die haben darüber einen ganzen Missionsbericht gemacht. Seit über 50 Jahren fällt dort jede Woche Manna. Haufenweise weißes, süßliches, popcornartiges Zeug. Und so haben die überlebt dort, die Adventisten. Unglaubliche Geschichte. Und dann hört es eines Tages auf zu fallen. Als der Missionsleiter, der Leiter der Station, ein Verhältnis mit einer jungen Frau hatte und seine Frau betrogen hat, hörte schlagartig das Manna auf zu fallen. Und lange, es fiel nicht mehr, jahrelang nicht mehr. Bis die Gemeinde das geklärt hat und die Sache geklärt wurde nach unseren biblischen Regeln. Als das geklärt wurde, um die Geschichte kurz zu machen, eigentlich wollte ich sie gar nicht erzählen, als das geklärt wurde, fing sofort wieder das Manna an zu fallen. Und ich habe mir gedacht, Geschwister, Mensch, wie ist es in unseren Gemeinden in Deutschland, wo nicht buchstäblich das Manna fällt, sondern der Segen durch das Wort Gottes in die Gemeinden fällt? Wie oft merken wir gar nicht oder tun nichts daran, vielleicht merken, sehen wir es und hören wir es noch nicht mal, dass wir einfach kein Manna mehr in der Gemeinde haben. Da fällt nichts mehr. Und wir haben uns dran gewöhnt, weil wir Supermärkte haben und uns den Bauch vollschlagen können. Deswegen merken wir gar nicht, wenn da was fehlt. Aber die Leute in der Gegend, wo das anfing, ich sage jetzt keine Jahreszahl, weil sie wäre falsch, ich muss das nochmal nachschauen. Wo die Hungersnot war und das erste Mal das Manna fiel, die haben das sofort gemerkt, weil die konnten nicht in den Supermarkt gehen und sagen, pfeif drauf, ess mal halt heute Geschnetzeltes mit weiß ich nicht was, mit Pommes zur Abwechslung. Aber die haben das sofort gemerkt, hey, hier fällt es nicht mehr, wir haben Hunger, warum fällt es nicht mehr, hat Gott was gegen uns? Wie oft passiert das in Deutschland? Und wir merken gar nicht, wie Gemeinden ohne Segen sind, ohne lebendiges Manna. Und wir leben weiter dahin, weil wir fett und feist geworden sind. Wenn wir wüssten, dass Jesus, ich sage es nochmal, was ich am Anfang sagte, wenn wir wüssten, dass Jesus in den nächsten Wochen kommen würde, was glaubt ihr, wie viele Leute hier sitzen würden? Die würden sich auf den Boden setzen, hier vorne würden sie sitzen und liegen, um das Wort Gottes zu hören. Ja, und die. Aber ich wollte das eigentlich gar nicht erwähnen. Ich will das nur mal vielleicht gucken, vielleicht können wir es den Kindern morgen mal erzählen.
Das ist, was ich sehe. Seht ihr auch? Hört ihr auch? Hunger in dieser Welt? Seht ihr das in, wie heißt es in? Tut mir leid, ich komme gerade nicht drauf. Im Jemen, dankeschön. Habt ihr gesehen, was im Jemen passiert? Wisst ihr, warum die Bilder nicht zeigen in den Nachrichten? Und immer nur doofe Krankenhäuser, die nothalb aufgestellt werden, wo keiner drin liegt. Wisst ihr, warum ihr die Bilder in den Medien nicht von Jemen seht? Weil die Leute schlechtes Gewissen dann kriegen. Da liegen die Toten wie Fliegen auf der Straße. Aber wenn ihr die Menschen seht, die da liegen, ich habe es gesehen mit meinen Augen, wie die da liegen, da ist nichts, kein Gramm Fett mehr auf dem Körper. Das ist nur noch Knochen und Haut. Da ist nichts mehr. Du siehst keine Muskeln mehr, du siehst kein nichts mehr. Nur noch die reinen Knochen und die Haut. Wenn du das siehst, wenn wir das jeden Tag in den Nachrichten sehen würden, würden wir heulend vor dem Fernseher sitzen. Aber wir zeigen das nicht, damit wir niemanden beunruhigen hier. Denn wir haben Wichtigeres zu tun. Ich sehe und höre eine Welt in Angst. Und ich denke an Lukas 21, 26. Ihr kennt ja die Texte alle. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht. In Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Und die Menschen wachen immer weiter, immer mehr auf. Es ist Wahnsinn. Die Angst, die kriecht überall, als ob sie genährt, gezüchtet wird. Und wenn ihr nachdenkt drüber, dann werdet ihr merken, dass die Angst nicht nur da ist, sondern gezüchtet wird. Sagt ganz schnell mal so nebenbei, wann habt ihr das letzte Mal jemanden umarmt, der nicht in eurer Familie war? Denkt mal drüber nach. Ich will da nicht viel drüber sagen, denn es wäre schade, jetzt die Zeit damit zu verbringen. Aber denkt mal drüber nach. Leute, ich war in einem Bäcker drin vor einigen Wochen, als ich von Afrika zurückkam und ich dann diesen Lockdown hier erlebte. Und ich war in einem Bäcker drin. Und wer mich kennt, weiß, ich bin kein ängstlicher Typ und kein Mauerblümchen. Aber ich stehe in einem Bäcker drin und ich merke plötzlich, ich hatte einen Frosch im Hals und man macht es irgendwie so, dass man normalerweise kurz so macht, wenn man einen Frosch hat, so. Ich habe mich zurückgehalten, dass ich nicht räuspere, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ich bin krank. Leute, wie krank ist das? Wie krank ist das? Ich bin erschrocken plötzlich über mich selber, die haben das nicht mitgekriegt, die Leute. Ich bin erschrocken über mich, wie ich das Räuspern zurückhielt. Und ich, wer mich kennt, weiß, das juckt mich sowas normal gar nicht. Ich habe gemerkt, mit welcher Dynamik hier, mit Druck und Strafen an Drohungen und mit weiß ich nicht was, wie die Leute plötzlich in Angst gehalten werden, dass sie bloß genauso sich zu verhalten haben und es tun, wie das manche gerne möchten. Das ist Wahnsinn. Die Angst, die kriecht überall. Ich sehe und höre eine Welt in Finsternis und ich denke an Jesaja 60, Vers 2 und Johannes 3, 19. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und Johannes 3, Vers 19. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ist das eine Beschreibung unserer Zeit? Ich glaube, ich muss hier nicht länger mich drauf anhalten. Du kannst die Wahrheit sagen, egal welches Thema. Bitte, ich will jetzt nicht hier Stereotypen immer ständig da, was gerade uns alle beschäftigt, weltweit, Corona, tralala. Aber egal welches Thema du anfängst, wenn es wirklich zur Sache geht und es wahr wird, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Das ist ganz einfach. Wenn es so richtig knackig wird, wo man sich entscheiden muss, Leute, das sind Fakten, was mache ich mit den Fakten? Schnell weg vom Tisch, Verschwörungstheorie. So läuft es heute. Seht ihr das? Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ich höre mir jeden Dreck an in den Medien. Jeden Schwachsinn können wir uns reinziehen. Aber bei der Wahrheit sind es Verschwörungstheorien. Ich warte, bis das Evangelium deklariert wird zur Verschwörungstheorie. Da warte ich drauf. Die Zeit kommt. Wartet's ab. Warum?
weil es die Wahrheit ist. Alles, was wahr ist und unbequem ist, was mich dahin führt, dass ich Verantwortung für mich übernehmen soll, ist eine Bedrohung für viele. Aber Gott sei Dank, ihr Lieben, so viele wachen auf. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Leute gerade aufwachen. Hoffentlich sehen wir das und hören wir das. Hoffentlich wissen wir jetzt, was zu tun ist. Aber da morgen mehr dazu. Was sehe ich noch? Ich sehe und höre eine Welt in Unkenntnis der Dinge, die über diese Welt kommen sollen. Und denke an Offenbarung 3,3, wo es heißt, du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Sehen wir das? Wie die Menschheit, wenn Jesus jetzt bald kommt, überwältigt wird von Dingen, die sie nicht wissen? Weil sie es nicht erfahren haben. Viele wollen es nicht hören, aber manche können es auch nicht hören. So wie Paulus im Römerbrief sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie nichts davon hören? Wie sollen sie davon hören, wenn niemand ihnen predigt? Und dann sagt er, aber der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem Hören. Ich sehe und höre eine Welt im Chaos und Konflikten und denke an Lukas 21,10. Da heißt es, ein Volk wird sich erheben gegen das andere. Und jetzt wird es spannend. Ich habe diesen Text, den kenne ich seit Jahren. Und ich weiß, jede Bibel, eine Bibel sagt, ein Volk, eine Nation. Aber wisst ihr, dass es in Griechischen mehrere Wörter gibt, die man nehmen könnte für Nation? Natürlich, das Bekannteste ist vielleicht das, was hier steht, aber es ist nicht das Einzige. Aber es steht das. Das heißt, der Lukas hat das gewählt, bewusst dieses Wort. Und da steht das griechische Wort Ethnos. Soll ich es nochmal lesen? Eine Ethnie wird gegen die andere sein. Was seht und hört ihr? Bekommt eine ganz neue Bedeutung dieser Text. Wir denken immer nur an große Kriege, Zweiter Weltkrieg und diese Kriege. Leute, wir haben Krieg. Wir haben einen Weltkrieg. Habt ihr das gemerkt? Wir warten beim Weltkrieg immer auf Atombomben, die über unseren Kopf fliegen irgendwo hin. Glaubt ihr, dass das passieren wird, dass die Welt zu Ende gehen wird durch Atombomben? Ich glaube der Bibel. Es wird Saat und Ernte nicht zu Ende gehen, bis zum Ende. Aber was wäre, wenn der Dritte Weltkrieg ein Krieg wäre, wo tatsächlich jeder gegen jeden ist? Jede Anschauung gegen jede, jede Ethnie gegen jede, jede Religion gegen jeden, jedes politisches System gegen das andere. Was wäre dann? Obwohl sie alle eins werden wollen, obwohl alle sich vereinigen wollen, was ist die Realität? Sagt's mir. Das sind nur Versuche. So wie genauso bei Daniel 2, die werden sich versuchen, durch Heiraten zu vermischen. Aber sie werden nicht aneinander bleiben. Das ist die Diagnose Gottes über die ganzen Bewegungen in dieser Welt. Egal, ob die religiös, ethnisch oder sonst was sind. Alle versuchen, eins zu werden. Alle, Religion, Ökumene, in der Firma, in den Medien, alles soll eins werden. Alles soll eins werden. Die Autofirmen, alle verschmelzen sie sich, alles soll eins werden. Die Realität aber ist was? Je mehr wir versuchen, auf dieser Welt eins zu werden, desto mehr bricht das auseinander. Eine Ethnie wird gegen die andere sein. Was hört ihr als Gemeinde hier in Burgstall? Als ich durchgefahren bin, habe ich gesagt, Burgstall ist immer noch besser als Kuhstall. Stellt euch vor, ihr hättet eine Gemeinde dort gefunden, dort ein Haus und ihr werdet in... Und, naja, aber kein Problem. Was seht und was hört ihr als Gemeinde? Was sehe und was höre ich? Das ist die Frage, nicht was hört der andere, was hört der Gemeindeleiter, der Prediger und unsere Theologen. Was sehe ich, was höre ich? Denn das hat Konsequenzen, was ich sehe oder höre oder nicht sehe und nicht höre. Hören wir, was der Geist der Gemeinde sagt? Matthäus 13, 16, selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Und in Offenbarung an die Gemeinde Laodicea, die blind ist, heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Was sagt denn jetzt der Geist der Gemeinde? Ich sage euch, was ich noch sehe und höre. Vielleicht seht ihr und hört ihr das auch. Ich sehe und höre einen Medienbericht über eine adventistische Universität und eine Highschool. Menschen, Studenten und Lehrer
Ich erzähle ein bisschen aus dem Video, prozessieren über das Schulgelände mit Plakaten in ihren Händen. Auf einem Plakat steht: Schließ dich dem Kampf an. Schwarze sind von Bedeutung. Auf einem anderen Plakat lese ich: Friedensmarsch. Und dahinter ist eine schwarze geballte Faust. Hinter dem Wort Friedensmarsch. Eine adventistische Prozession mit anderen aus dem Ort an der Andrews University. Das erste Mal, als ich die Faust sah, irgendwo auf einem Plakat, war das im Geschichtsunterricht über den Kommunismus. Ich glaube, da kommt sie auch her, die Faust. Aber ich will jetzt keinen Geschichtsunterricht machen. Adventisten und Nicht-Adventisten halten Ansprachen, sie stoppen immer wieder, haben ihre Stationen, wo sie anhalten und Ansprachen öffentlich halten auf der Straße. Und sie rufen gemeinsam, Nicht-Adventisten und Adventisten, zur Gerechtigkeit auf für Schwarze, für Frauen, für Immigranten, für Schwule, für Lesben und für 80 andere Geschlechter. Ich sehe und höre und ich denke an Römer 11, Vers 8 und Jesaja 29, 10, denn Paulus zitiert hier nur Jesaja 29, Vers 10. Aber ich lese euch beide. Wie geschrieben steht, Jesaja 29, 10, ich bin in Römer 11, 8, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören. Schaut mal im Kontext, von wem er spricht. Da müsst ihr in Jesaja zurückgehen. Lasst uns das machen kurz, kein langes Studium. Lasst uns kurz nach Jesaja 29 gehen, denn Paulus, inspirierter Prophet, zitiert einen anderen Prophet. Und wir sehen, dass Jesaja 29 das ganze Kapitel von Gottes Gemeinde spricht. Nicht von der Welt. Jesaja 29, Vers 10. Das jetzt wird es ein bisschen klarer, weil Paulus hat es noch mal ein bisschen interpretiert vom Kontext her. Und da heißt es hier: Denn der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen. Und eure Augen, die Propheten, zugetan. Und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt. Und jetzt macht's Klick. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht lange drüber reden, denn ich weiß, ihr seid die Bibelstudenten. Aber wer das jetzt hört oder durch die Aufzeichnungen sieht und nachdenkt drüber und das nie gestudiert hat, dem sei gesagt, dass es Texte in der Bibel gibt, die aufs erste Lesen seltsam klingen. Zum Beispiel, dass Gott das Herz des Pharao verstockt. Ist Gott ein Psychopath, ein schizophrener Mensch, der auf der einen Seite Mose reinschickt und sagt, hol mein Volk raus und sagt dem Pharao das und das und das und das. Und auf der anderen Seite verstockt er ihm sein Herz, damit er das Volk nicht ziehen lässt. Wer so denkt, der glaubt, dass der Schöpfergott ein Psychopath ist. Und meistens schließen wir von uns auf andere. Das ist ein Gesetz in der Psychologie. Und diese Gesellschaft ist ein Stück weit psychopathisch mittlerweile, geisteskrank. Ich war das auch und habe die seltsamsten Dinge gedacht. Nein, er hat nicht den Pharaos Herzen verstockt, sondern er hat durch sein Verhalten, nämlich dass er ihn vor die Entscheidung gestellt hat, lass mein Volk ziehen oder du wirst sehen, dass du es mit dem Schöpfer zu tun hast. Das war's. Er war der Urheber der Dinge, die ihm zur Entscheidung führen sollten. Aber seine Entscheidung war nein. Und genauso meint es hier. Gott setzt seine Gemeinde nicht in Tiefschlaf, Geistlichen. Wie absurd ist das denn? Aber es steht hier, der Herr hat über euch einen Geist des tiefen Schlafs ausgegossen. Und eure Augen, die Propheten, zugetan. Warum? Weil die Propheten nicht mehr das gepredigt haben, was Gott predigen wollte, dass sie predigen. Sie haben gepredigt, es ist Frieden, es ist alles in Ordnung, lehnt euch zurück. Und Gott hat das nie gesagt. Gott hat gesagt, wacht auf. Die Feinde stehen vor der Tür. Ich will jetzt nicht durch die Geschichte Israels gehen. Aber Gott hat sie dann gelassen. Das heißt hier, der tiefe Schlaf
kommt daher, hört bitte darauf, das ist so wichtig. Die Bibel spricht vom geistlichen Schlaf, Römer 13, Vers 1 und 2, wo Paulus ganz deutlich sagt, und das sollen wir tun, nämlich in der Liebe leben, denn die Zeit ist jetzt viel näher, dass wir aufstehen vom Schlaf, sagt Paulus. Denn unsere Erlösung ist näher, ihr kennt den Text. Seht ihr, dass dort steht in prophetisch inspiriertem Text, dass der Schlaf die Ursache, die Folge ist, dass die Propheten nicht gelesen oder Falsches gesagt wird und prophetisch interpretiert wird. Geschwister, jetzt ist die Zeit. Ich frage mich, wann sonst? Jetzt ist die Zeit zu hören und zu sehen. Aber nicht, was wir wollen, sondern was der Geist der Gemeinde sagt. Und der Geist der Gemeinde ist der Geist der Weissagung, ja oder nein? Es ist der Geist der Weissagung. Zu allen Zeiten war es der Geist der Weissagung, der Heilige Geist. Und jetzt ist die Zeit, was der Geist sagt, zu hören. Denn Laodicea bekommt als letzte Ermahnung zu sagen, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Was sagt er denn uns? Hören wir die Stimme? Oder hören wir nur noch, was wir wollen? Oder was uns gut tut? Manchmal hatte ich den Eindruck, die letzten Wochen, wir hören nur noch das, was wir wollen. Und nicht mehr das, was wahr ist. Und das Wahre haben meistens noch nicht mal Adventisten gepredigt in dieser Krise, sondern Nicht-Adventisten. Klammer zu. Nicht Meinungen und Geistesströmungen in unserer Zeit sollen wir hinterher dackeln und uns treiben lassen. Die Bibel sagt in 5. Mose 28, ihr sollt das Haupt und nicht der Schwanz. Ihr werdet allen Völkern geben, aber von niemandem borgen. Das ist Gottes Konzept. Wenn ihr meine Stimme hört, das steht, fängt so an, 5. Mose 28, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann kommt der Segen, die Aufzählung des Segens. Wenn ihr aber nicht gehorchen werdet, gehorchen heißt nichts anderes als hören auf meine Stimme, werdet ihr aber nicht meiner Stimme gehören, so wird das über euch kommen und so weiter und so fort. Und wir, es soll niemand persönlich nehmen, was ich jetzt sage, aber wir sind teilweise so von Angst, und ich habe euch erzählt, wie das selbst mich im Bäcker angekrochen hat. Diese Dynamik, dieses, was überall in der Luft schwebt, dieses, und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das gewesen sein muss vor 70 Jahren bei den Nazis, wenn die Leute mit brauner Uniform durch die Straßen gingen, die Schlägertruppen, und wehe, du hast den Mund aufgemacht oder was Falsches gesagt und hast eine Ohrfeige gekriegt oder zusammengeschlagen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das in Zeiten im Kommunismus, wo immer, wo ich das, was ich nicht erlebt habe, wie das gewesen sein muss, wenn dein ganzes Umfeld anfängt, wie eine Marionette eine Richtung zu gehen. Ob sie es glauben oder nicht, spielt gar keine Sache. Welche Dynamik, welche Kraft da entsteht, die an dir wirkt. Leute, und das ist alles nur noch temporär. Die Bibel sagt, es kommt eine Zeit, wo das weltweit sein wird, dass alle Menschen sich ein Zeichen machen werden an der Stirn oder an der Hand und werden uniformiert denken und handeln. Wir haben keine Ahnung, welche Dynamiken da auf uns zukommen werden, sodass man nicht mal mehr räuspern will. Das ist lustig irgendwie. Ich weiß, ich musste auch dann später, als ich drüber nachdachte, lachen. Aber kurz darauf, als ich im Auto saß, habe ich mich geärgert. Ich war frustriert, ich habe gebetet, ich habe gesagt, lieber Gott, was passiert hier? Gut, man kann auch sagen, Tauber, du dramatisierst das einfach ein bisschen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn das, was ich gerade beschrieben habe an unserer ältesten Universität, was da passiert teilweise, und ich weiß nicht, wo sonst noch, ich habe das zufällig entdeckt, diesen Medienbericht. Dieser Protest gegen die Ungerechtigkeit. Wenn das unsere Aufgabe wäre, den Geistesströmungen hinterherzurennen, wo ist denn unser Protest gegen Abtreibung? Millionen von Kindern jedes Jahr. Wo ist unser Protest gegen Kindesmissbrauch, Hunger, Verfolgung der chinesischen Christen? Habt ihr gesehen, was für Fotos da gepostet werden von den Chinesen? Wie die zusammengeschlagen werden, Männer und Frauen und Kinder, und wie das in der Öffentlichkeit die Bilder ausgehängt werden, damit keiner sich wagt, sich den Christen anzuschließen? Die sehen so schlimm aus. Am ganzen Körper, nur noch blau-schwarz, ganzer Körper geschwollen, mit Stangen, Eisenstangen ins Gesicht und so.
Wo ist unser Protest? Wo ist unser Protest als Gemeinde gegen lügende und korrupte Massenmedien? Wenn wir wirklich die Aufgabe hätten zu protestieren, dann würden wir gar nicht mehr rauskommen aus dem Protestieren. Wir müssten nur noch Tag und Nacht durch die Welt laufen und nur noch protestieren. Ist das unsere Aufgabe? Ist das das, was der Geist der Gemeinde sagt? Dass wir uns solidarisieren für Frauen? Für Schwule, Lesben, für Schwarze, Rote, Grüne, alle, die sich benachteiligt fühlen und benachteiligt werden? Will ich ja gar nicht in Frage stellen, dass das teilweise passiert. Aber ist das die Lösung? Hilft das jemanden? Was ist passiert? Habt ihr Augen im Kopf? Seht und hört ihr, was passiert, seitdem die Gerechtigkeitsbewegungen wirken auf der Straße? Was passiert? Die Städte brennen. Seitdem diese Dinge so gerecht gefordert werden, seitdem brennen die Städte. Paris brennt. Lyon brennt. Und ganz andere Teile der Städte, von Städten in der Welt. Seltsam, dass bei diesen Gerechtigkeitsbewegungen, politisch oder sonst wie, dass da plötzlich nicht aufhört, sondern es immer schlimmer wird. Da stimmt doch was nicht. Nein, es ist nicht, was der Geist der Gemeinde heute lehrt. Proteste, Kampfparolen, schwarze Fäuste und dahinter Friedenmarsch oder schließt euch dem Kampf an. Wir sind nicht dazu berufen, gegen irgendeine politische Ungerechtigkeit oder Korruption zu protestieren, sondern ein auserwähltes Volk zu sein, unter dieser, wie Petrus sagt, ich zitiere, unter dieser rebellischen und gesetzlosen Generation. Aber was bedeutet es? Wäre sozialpolitischer Protest unser Weg, angenommen, wenn das unser Weg wäre, würden wir wahrscheinlich bis zur Wiederkunft nichts anderes mehr tun. Denn die Bosheit, sagt die Bibel, ist groß und die Gesetzlosigkeit in der Welt nimmt ständig zu, ja oder nein. Wir sehen es und die Bibel sagt es. Verwundert uns das? Matthäus 24, 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, deswegen wird die Liebe in vielen erkalten. Aber wir haben irgendwo eine Lösung. Gerechtigkeit. Und wir müssen uns zusammen an den Tisch setzen und müssen über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit diskutieren. Wie sagt die Stimme zu Hingsen noch? Dem Blinden im Nordturm, der rauskam mit seinem Hund? Was sagt die Stimme, als er draußen stand? Ich bin blind, ich werde sterben, ich komme hier nicht raus. Wer weiß es noch? Ich habe jetzt ein paar Mal gefragt. Merkt euch nicht, bitte? Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Und? Mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Konzentrier dich auf das Vorwärtsgehen. Er hat es gemacht und er wurde gerettet als Blinder. Tausende sind gestorben, die Augen hatten. Aber er hat auf die Stimme gehört und er wurde gerettet. Michael Hingsen und seine Hündin Roselle. Sollten wir nicht von Hingsen lernen und von seiner Hündin, die übrigens 2014 starb? Vorwärts gehen im Glauben, vorwärts gehen im Gehorsam. Wenn die Stimme sagt, mach dir keine Sorgen über das, was du nicht kontrollieren kannst. Können wir das kontrollieren, was da gerade passiert in der Welt? Vorwärts gehen in unserem Bemühen, Menschen für die Wahrheit zu gewinnen, wie sie in Christus ist, also schriftgemäße Wahrheit. Und jetzt was zum Schlucken. Wenn ihr gut sitzt, ist das gut. Eine Botschaft für uns alle als Adventisten. Jesus ist unser Vorbild. Wie ist Jesus damit umgegangen? Hat Jesus sich irgendwelchen politischen Bewegungen gedanklich angeschlossen? Noch nicht mal wirklich, sondern gedanklich? Obwohl das Judas Iskariot versucht hat, das wisst ihr. Judas Iskariot war ein Zelot. Und ihr wisst, dass die Zeloten eine religiös-politische Partei war. Und er wollte Jesus benutzen, seinen Einfluss benutzen, um seine Agenda durchzuführen. Und genau das passiert heute auf den Straßen da draußen. Man benutzt Jesus, die Bibel, um eine satanische Agenda voranzutreiben. Ich werde nachher noch sagen, warum ich sage, das ist satanisch. Obwohl es um Gerechtigkeit geht, um Frieden. Stattdessen war
ist sein heiliges, gehorsames und gottgeweihtes Leben. Das war der Protest. Hört mal, ich lese hier aus inspirierter Feder, wer es genau wissen will, Leben Jesu 503. Die Regierung, unter der Jesus lebte, war korrupt und diktatorisch. Überall gab es schreiendes Unrecht, wie Erpressung, Unduldsamkeit und bedrückende Härte. Der Heiland wollte jedoch keineswegs das bürgerliche Leben reformieren. Er griff weder die nationalen Missbräuche an, noch verurteilte er die Feinde seiner Nation, also die Römer. Er mischte sich auch nicht in die Herrschaft oder Verwaltung der Machthaber ein, Zitat Ende. Wow. Keine Zeit für Transparente. Keine Zeit für geballte Fäuste. Und wenn sie noch so adventistisch und noch so schwarz sind, die Fäuste, oder sonst eine Farbe haben. Was sagt die Bibel, würde Jesus nicht tun, um seinen Auftrag zu erfüllen auf dieser Erde? Gewaltiger Text. Und die Unterdrückten befreien. Wir wissen ja, seine erste Predigt war, bin gekommen, um die Kerker zu öffnen und ein Jahr der, ihr kennt es, seine erste Predigt, die ihm fast das Leben gekostet hätte. Und nach der Predigt wollten sie ihn den Berg runterschmeißen. So ist das manchmal mit den Verschwörungstheoretikern. Wir lesen in Jesaja 42, 1 bis 2. Haltet euch fest. Voraussage, wie Jesus das Werk, sein Werk auf dieser Erde abschließen würde, bis er geht. Erfüllen, vielleicht besseres Wort als abschließen. Denn wir wissen, das Werk ist noch nicht ganz fertig. Das heißt hier, siehe, das ist mein Knecht. Siehe, seht ihr das? Ich möchte kurz pausieren. Bitte unterschätzt es nicht, wenn in der Bibel steht, siehe. Siehe ist nicht einfach nur ein Lückenfüller in der Bibel. Wenn es heißt, siehe, dann heißt es, der Geist Gottes möchte uns in der Bibel auffordern, jetzt runterzufahren mit dem Tempo, langsamer lesen, aufhorchen. Was? Ich soll hinschauen? Auf was soll ich schauen? Schaut mal, auf was man sehen soll. Was steht da? Siehe? Siehe? Schaut doch mal, guckt mich doch nicht an. Was steht denn da? Jesaja 42, 1. Siehe, das ist mein Knecht. Worauf sollen wir schauen? Prophetisch? Auf Jesus. Das steht hier. Schaut auf meinen Knecht. Da ist die Lösung. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir nämlich, wie der sich verhalten hat. Das heißt hier, ich halte ihn und mein Auserwählter. Ich muss kurz eine Pause nochmal machen. Merkt ihr das? Als Bibelstudenten diese geschwängerten Worte an Bedeutung, prophetischen? Mein Auserwählter, ihr seid ein königliches Priestertum, ein auserwähltes Volk. Hier ist prophetisch nicht nur der Knecht gemeint, sondern so sind wir Botschafter, Knechte an Christi statt. Alles, was hier steht, gilt für dich und mich. Ich bin Christi Knecht, du auch? Du auch? Hier steht, siehe, schau auf meinen Knecht. Was sollen die Menschen machen? Worauf sollen sie schauen in dieser letzten Zeit? Auf, helft mir doch, es ist so spät. Auf Jesus schauen. Wo sehen sie ihn? Im Fernsehen, stimmt's? Wo? Wo sehen sie Jesus? Hoffentlich in uns. Das ist Gottes Plan, genial. Sie sollen uns anschauen, die Knechte Gottes, damit sie die Auserwählten. Siehe, das will Gott über uns sagen in der letzten Zeit. Siehe, hier sind die Heiligen. Hört ihr das? Siehe, schau hin. Offenbarung 14, 12. Hier sind die Heiligen, die Gebote Gottes halten. Hier sind sie, die sich vom Geist der Weissagung führen lassen. Dies ist der Weg, den geht weder zur Rechten noch zur Linken. Hört ihr die Sprache, wie das hier einander geht? Hier ist eine Prophezeiung über Jesus, aber gleichzeitig müsst ihr sehen, das ist eine Prophezeiung über die letzte Phase der Weltgeschichte, wo die Menschen auf die Knechte Gottes schauen sollen. Und wenn wir uns verstecken, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo Gott uns auf den Servierteller legt für die Menschen.
Wir werden uns nicht mehr verstecken können. Er wird es so machen durch das, was wir glauben. Das wird so außergewöhnlich in dieser Welt, dass die Leute gar nicht mehr anders können, als auf uns zu schauen. Wartet's ab. Und also lest den Text gleichzeitig nicht nur für Jesus, sondern aber hier ist die Lösung. Schaut auf meinen Knecht. Ich halte ihn. Er ist mein Auserwählter, an dem ich meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Hört ihr es? Jetzt kommt es, der Geist, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das ist die ganze Agenda der Endzeitgemeinde. Wir werden das Recht unter die Heiden bringen. Dreiengelsbotschaft. Allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen, alle, die sich zerstreiten und Gerechtigkeit und Frieden. Wir werden das Recht bringen. Was ist denn das Recht? Was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Dass er Schöpfer sein darf und wir auf ihn hören. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist das Recht. Nicht mein Recht. Nicht das Recht der Schwarzen. Nicht das Recht der Frauen und der Lesben und der Schwulen. Nicht das Recht von denen und von den Immigranten und das Recht von denen. Es geht um Gottes Recht. Und das wird strahlen, das wird leuchten. Durch uns. Das ist hier die Agenda. Und was wird er tun? Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Jetzt ein moderner Ausdruck dafür. Die Stimme nicht hören auf den Gassen. Modern gesprochen. Der wird nirgends, egal wo das ist, auf einer Kleinstadt, Großstadt, Superstadt, in der Andrews University, in Friedensau, in Bogenhofen, wo immer das ist, niemand wird, wer den Geist Gottes hat, seine Stimme hören lassen mit Protestschildern. Niemand, das steht hier. Man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Heißt das, man wird seine Stimme gar nicht hören? Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Natürlich wird man seine Stimme hören. Natürlich wird man die Stimme der letzten Generation hören, der Auserwählten, der 144.000. Und wie man die Stimme hören wird, wie eine Posaune. Aber nicht auf den Gassen. Das ist nicht unser Territorium. Und dann heißt es weiter im Buch Leben Jesu. Darf ich weiterlesen noch? Er unser Vorbild. Seht ihr das Konzept? Er ist mein Knecht, schaut auf ihn. Er unser Vorbild hielt sich irdischer Herrschaft fern. Nicht etwa, weil er gegenüber den Nöten der Menschen gleichgültig gewesen wäre, sondern weil menschliche und rein äußerliche Maßnahmen hier nicht helfen konnten. Das ist der Punkt, warum er es gar nicht gemacht hat. Es hilft nicht. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Je mehr die Leute auf der Straße ihre Stimme hören mit transparenten Fäusten und weiß ich nicht was, für die Gerechtigkeit, für den Frieden, für die Einigkeit, desto mehr Städte werden brennen. Und desto mehr Familien werden zugrunde gehen und sich spalten an diesen Fragen. Glaubt bloß nicht, dass nicht in unseren Familien an diesen Fragen, die gerade überall diskutiert werden, sich nicht die Köpfe kollidieren in unseren Familien. Und wie? Und dann geht's weiter. Jetzt kommt's. Merkt's euch. Anstreichen. Ich zeige es euch ja nicht, aber ich kann euch das alles geben. Ihr habt ja die Quellen auch. Leben Jesu 503. Um wirksam sein zu können. Hallo, Adventisten, jetzt das Ohr aufmachen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Jetzt kommt's. Um wirksam sein zu können, musste der Heilungsprozess sich auf den Einzelnen erstrecken und dessen Herz erneuern. Keine Massenbewegungen. Eins zu eins. Zeugnis hier, Zeugnis im Treppenhaus, Zeugnis auf dem Marktplatz, Zeugnis auf der Gasse von mir aus, Zeugnis bei meinen Kommilitonen, Zeugnis bei meinem Arbeitgeber, Zeugnis, 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 eins zu eins. Jesus hat sich die Leute, die am schwierigsten waren, immer zur Seite genommen. Er hat sie nicht vorgestellt an der Masse und gesagt, so ist es richtig, so ist es falsch. Der hat die sich genommen und hat gesagt, komm, komm, komm. Einzeln. Um wirksam sein zu können, musste der Heilungsprozess sich auf den Einzelnen erstrecken und dessen Herz erneuern. Was sagt Ellen White über die letzte Zeit? Was wird die einzige Möglichkeit sein, noch um Mission zu betreiben? Die einzige. Es wird keine andere mehr möglich sein und erlaubt werden.
Sie sagt zwei Dinge. Einmal Gesundheit, aber das ist das Was. Und ein Stück weit auch Wie. Aber wie? Diener des Evangeliums, ich weiß gerade die Seitenzahl nicht. Wie? Sie sagt, indem wir unsere Bibel in die Hand nehmen, zu den Nachbarn gehen und ihnen mit ihnen die Bibel lesen. Boom! Kleine Hauskreise, da eine kleine Bemühung, da eine kleine Bemühung. Warum? Weil sie dort Christus sehen können und nicht durch massenpsychologische Gesetzmäßigkeiten manipuliert werden. Friede, Gerechtigkeit, bist du auch für Gerechtigkeit? Jetzt las ich ein Plakat, ich las einen Medienauszug irgendwo auf Facebook und ich weiß nicht mehr wo. Da stand drauf, ein Plakat bei so Protestierenden, wer schweigt, ist schuldig. Ganz einfach. Merkt ihr die Psychologie? Wer da dahinter steckt? Druck. 1. Korinther 13 sagt, die Liebe macht wie viel Druck? Die Liebe treibt keinen Mutwillen. Das ist aber, was hier geschieht. Psychologische Mechanismen, politische Parolen, Gerechtigkeit, Gefasel, was nur die Städte in Brand setzt. Jesus sagte, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Meinen Frieden. Wie kommt man denn zur Ruhe bei Christus? Wie? Durch eine politische Position oder eine gemeindepolitische Position? Bist du rechts oder links? Bist du liberal oder konservativ? Oder was bist du? Wo warst du studieren? In Friedensau oder in Bogenhofen? Kniest du oder stehst du beim Beten? Glaubst du in der Natur Jesu vor dem Fall oder nach dem Fall? Trinität oder Antitrinität? Wir sind Meister geworden darin, die Gemeinde in zwei Positionen, zwei politische Positionen zu bringen. Ich habe eine Meinung zu den Themen, keine Frage. Ich habe eine theologische Meinung dazu. Aber hoffentlich merkt ihr, was hier passiert mit uns. Um wirksam sein zu können, müssen wir das Herz erreichen. Die Welt löst ihre Probleme immer auf dieselbe Art und Weise, nämlich dass es nachher mehr Probleme gibt, als ursprünglich vorhanden waren. Das ist, wie die Welt das macht. Und alle diese soziopolitischen Bewegungen, egal wie sie heißen, ob Gender oder schwarzes Leben ist bedeutsam oder wie sie alle heißen, sind Teil, und jetzt weiß ich, dass ich mich angreifbar mache und ich weiß jetzt schon, ich warte jetzt schon auf die E-Mails. Aber ich sage es trotzdem, diese Bewegungen und psychologischen Massendynamiken sind ein Teil von Offenbarung 13 und 16, wo drei unreine Geister von drei Mächten, dem Tier, dem falschen Prophet und dem Drachen, Spiritismus und alle Ismen, Kommunismus, Spiritismus, was immer alles da reingehört, also es heißt Gottlosigkeit, mit dem Katholizismus und mit dem gefallenen Protestantismus alle das Gleiche reden werden. Und damit werden sie die ganzen Könige, alle politischen Systeme werden sie damit unterlaufen. Offenbarung 16. Sie gehen aus zu allen Königen, um sie wohin zu führen? Ins Tal Megiddo, um gegen das Lamm zu kämpfen und die mit ihm sind. Geschwister, das ist der dritte Weltkrieg. Und der läuft. Der kommt nicht. Wenn ihr wartet auf den dritten Weltkrieg, wo die Leute sich Atombomben auf den Kopf werfen, dann werdet ihr warten wahrscheinlich und es nie erleben. Ich will nicht sagen, es fällt nie eine Atombombe. Wer weiß, vielleicht gibt es mal einen Anschlag auf eine Stadt irgendwo. Wer weiß. Aber das ist, was hier passiert. Krieg, Krieg. Der ist auf der Straße, der Krieg. Der Krieg ist in unseren Gemeinden. Der Krieg ist in den Familien, in den Ehen. Auf was für einen Krieg warten wir denn noch? Hörst doch überall. Ein letztes Zitat, vorletztes. Nicht, und das ist der einzige Weg jetzt als Lösung, nicht durch die Entscheidung von Gerichten, Konzilen oder gesetzgebenden Versammlungen. Ach, wer wissen will, wo ich zitiere, es ist immer noch dieselbe Quelle. Nicht durch die Entscheidung von Gerichten, Konzilen und gesetzgebenden Versammlungen, nicht durch die Schirmherrschaft weltlicher großer Männer wird das Reich Christi errichtet, sondern
durch die Einpflanzung der Natur Christi in die Menschheit durch das Wirken des Heiligen Geistes. Hierin liegt die einzige Kraft, die an der Erhebung und Veredelung des Menschen Menschheit wirken kann. Und das menschliche Mitwirken zur Vollendung dieses Werkes ist das Lehren und Praktizieren des Wortes Gottes. Wow! Ich weiß, das war viel, ihr habt es nicht mitlesen können. Das Zitat ist der Hammer. Wenn es etwas gibt, was gegenwärtige Wahrheit ist, dieses Zitat ist es. Ich muss nochmal die entscheidenden Punkte lesen. Das Reich Gottes, ich fasse es zusammen, wird eben nicht dadurch durch menschliche und weltliche Gerechtigkeit gebaut. Gerichte, habt ihr es gehört? Gerichte, durch Entscheidung von Gerichte. Wer ist schuld und wer hat Recht? Oh, die Polizisten sind schuldig. Oh, die sind unschuldig. Der ist schuldig. Nicht dadurch, sagt sie. Das Reich Gottes wird errichtet durch die Einpflanzung der Natur Christi in die Menschheit. Wodurch? Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Was sagt Petrus im ersten Brief, im ersten Kapitel? Dass wir durch die Verheißungen, die uns gegeben sind im Wort Gottes, Teilhaber werden der göttlichen Natur, die der Heilige Geist einpflanzt in unsere Gedanken und unsere Herzen. Das ist der, sie sagt, ich zitiere, die einzige Kraft, die einen Menschen veredeln kann. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wenn wir nicht in dieser Arbeit gefunden werden, ist es umsonst, was wir tun. Können wir machen, was wir wollen. Da können wir protestieren, bis uns die Haken abgelaufen sind. Wir können Seminare halten, Gerechtigkeitsseminare für Gender und für weiß ich nicht was. Wir werden nichts erreichen. Wir werden Zeit verschwenden, Geld verschwenden, Ressourcen verschwenden. Wir werden Gemeinden ausliefern, dem Widersacher und Familien und Freunde, und es wird sich entzweien. Das menschliche Mitwirken zur Vollendung. Was ist unsere Aufgabe? Sie sagt es hier. Unsere Aufgabe zur Vollendung dieses Werkes des Heiligen Geistes, der jetzt ausgegossen wird über die ganze Erde. Wenn wir jetzt das Thema hätten, Heiliger Geist oder Spätregen, könnte ich euch belegen, dass der Spätregen schon fällt. Ich kann es euch aus der Bibel und im Geist der Weisung belegen, dass der Spätregen jetzt schon fällt. Wenn wir glauben, dass er irgendwann fallen wird, Herrn Wald schreibt, viele werden gar nicht merken, dass er gefallen ist. Wenn wir sagen, Spätregen? Nee, dabei war er schon lang. Das menschliche Mitwirken zur Vollendung dieses Werkes ist das Lehren und Praktizieren des Wortes Gottes. Und dies wird die Stimme sein, die du hinter dir hören wirst. Dies ist der Weg, den geht weder zur Rechten noch zur Linken, wenn wir genau das tun, was Gott uns zeigt. Egal in welchem Thema. Gemeindearbeit, Gemeindeleitung, Mission, Ehe, Familie, Erziehung, Corona. Nimm, was du willst. Wenn wir genau das tun, was Gottes Geist uns zeigt, dann haben wir eine Chance, gehört zu werden. Nicht von denen, die dich nie hören werden, sondern von denen, die vom Geist Gottes vorbereitet sind. Gut, was sollen wir hierzu sagen? Ihr wisst, dass Johannes von Jesus, als er auf dieser Erde war, Elia genannt wurde. Das wisst ihr, ja? Gesagt, und Elia ist schon mitten unter uns. Johannes ist ein Typus für den letzten Elia, der kommen wird. Und ich fand was Interessantes. Das hat mich Gänsehaut über den Rücken fahren lassen, als ich das erste Mal dieses Zitat las, aus dem Leben Jesu, Seite 87. Ich habe das damals gefunden oder gesucht, nicht gesucht, aber ich habe es gefunden, als ich eine Ausarbeitung machte über die Erfüllung dessen, was 538 passiert ist. Das geschieht nämlich vor unseren Augen, dass das Papsttum erstarbt. Durch bestimmte Mechanismen, die genau 538 genauso passiert sind, wie sie jetzt passieren. Wiederholt sich eins zu eins. Und das ist ja interessant, Klammer auf, dass momentan kaum jemand darüber nachdenkt, was in Rom passiert. Kaum jemand.
Das ist phänomenal. Obwohl es noch nie so spannend war, was in Rom passiert und drumherum. Klammer zu. Und da habe ich das Zitat gefunden. Und da heißt es über Johannes, der ja ein Typus ist für den kommenden Elia in Maleachi. Als Johannes seinen Dienst begann, befand sich das ganze Volk in einem Zustand der Erregung und der Unzufriedenheit, der an Aufruhr grenzte. Hört ihr das? Inmitten von Zwietracht und Streit erscholl eine Stimme aus der Wüste. Aufsehenerregend und ernst, aber voller Hoffnung. Kein Theater, Unterhaltung und Filifranz. Aufsehenerregend und ernst, aber mit Hoffnung, voller Hoffnung. Was war seine Botschaft, wisst ihr, braucht ihr nicht nachschauen. Was war seine Botschaft? In einem Satz, seine Predigten. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was denkt ihr, bevor ich weiterlese? Was wäre wohl die Botschaft, wenn sie ernst und aufsehenerregend, ernst und voller Hoffnung, was hätten wir zu predigen jetzt in dieser Situation? Was wäre unsere Botschaft zusammengefasst in einem Satz? Was müsste unsere Botschaft sein jetzt? So ist es. Exakt dieselbe Botschaft von Johannes. Kehrt um. Ich meine, das ist verkürzt. Man könnte das jetzt ausdeuten, was das bedeutet, umkehren. Sinn, Metanoia, das Denken ändern. Das will ich jetzt nicht tun. Kehrt um. Den Menschen zurufen, Leute, das ist nicht der richtige Weg. Gott hat einen besseren Weg. Und das nicht wie eine Maus hinter einem Mäuerchen. Wir haben nichts zu verstecken. Wir haben die beste und feierlichste Botschaft, die jemals Menschen hatten. Nichts zu schämen, sondern Brust raus, Kopf hoch. Nicht überheblich, nicht stolz, aber mit erhobenem Haupt. Wenn Jesus bis zu seinem Tod mit erhobenem Haupt am Kreuz hängen konnte, dann können wir auch mit erhobenem Haupt das sagen, was wir glauben. Und jetzt hört, seine Botschaft war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Alle, die diesen Ruf hörten, wurden von einer nie gekannten Macht bewegt. Zitat Ende. Habt ihr das gehört? Als ich das las, hat es bei mir Klick gemacht und ich bin fast vor Freude gesprungen, als ich das Zitat, kennt ihr das Zitat? Kennt ihr das? 87. Nochmal. War das eine fancy Predigt von Johannes? So mit allen möglichen, um alle Schichten zu erreichen? Was war seine Botschaft? Schlicht, so schlicht, dass ein Vierjähriger sie verstanden konnte. Oder ein Fünfjähriger. Tut Buße, kehrt um, hört auf mit dem falschen Weg, geht den richtigen Weg. Gott hat zu euch gesprochen durch die Propheten, geht den richtigen Weg, kehrt um. Das Himmelreich kommt, Jesus kommt wieder. Und dann dieser Nachsatz, alle, die diesen Ruf hörten, wurden von einer nie gekannten Macht bewegt. Wer war diese Macht? Es war der Heilige Geist. Liegt es an deinem Predigen, an deiner Homiletik, an deiner Sprachkunst? Woran liegt es? An dem Geist Gottes, der auszieht in alle Lande und sucht die Leute sich zusammen, die er erreichen kann. Der Spätregen wird das seine Werk tun. Da brauchen wir nicht uns drüber zu sorgen. Der Spätregen wird sein Werk tun. Mit uns gemeinsam. Aber wenn wir glauben, wir müssen das Evangelium dahin bringen, dass es sich kaum noch unterscheidet von den sozialpolitischen Strömungen dieser Welt, tun wir einen großen Fehler, weil wir dadurch nur Benzin ins Feuer schmeißen. Und wir glauben, wir machen uns dadurch Freunde? Nein. Solange du glaubst, was du glaubst in der Bibel, wirst du das Hassobjekt bleiben in dieser Welt. Ich habe darüber ein ganzes Thema mal gemacht, wie Schafe unter die Wölfe. Warum Gott das vorhat als Plan, die Verfolgung. Es gehört zum Evangeliumsvollendung, Verfolgung.
Aber das habe ich ein ganzes Thema drüber gemacht, da werde ich nichts mehr sagen. Also, merkt ihr es? Wenn ich das lese, es durchfährt mich überall. Alle, die diesen Ruf hörten, wurden von einer nie gekannten Macht bewegt. Das hat Gott für uns verheißen. Wenn wir dieses Werk tun, auf Christus schauen, auf den Knecht Gottes, er hat das in der Hand. Wenn wir jetzt das sagen und tun, was wir tun und sagen sollen, wird Gott mit einer nie gekannten Macht, dem Geist Gottes, die Menschen zur Ernte führen, die sich führen lassen. Und da brauche ich mich nicht drum zu kümmern, wie Michael Hingson vor dem World Trade Center. Oh, ich stehe, ich werde sterben, ich bin blind, was soll ich tun? Die Leute werden erschlagen, links und rechts neben mir. Was soll ich tun? Und dann kommt die Stimme. Sorg dich nicht um die Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Wir, du und ich und keiner, kein Professor, keine Universität adventistisch, noch können die noch so adventistisch sein, kann diese Dynamiken, die in dieser Welt gerade passieren, kontrollieren. Hier ist der Satan dran. Was wir tun können ist, was sagte die Stimme zu ihm? Geh vorwärts. Alles andere wird sich danach klären. Fantastisch. Ist das nicht klasse? Ich schließe. Sind wir bereit für die letzten Ereignisse? Es wird zum Teil morgen unsere Frage sein. Ich werde morgen ein Thema haben in der Predigt über Heiligkeit. Was passierte vor Kanaan? Und eine über die Wiederkunftsvorbereitung. Wie bereitet Gott sein Volk auf die Wiederkunft vor? Das ist spannend, ich sage euch. Ich habe so viel gelernt in dem Studium, nach Jahren als Prediger. Das ist spannend, das Studium. Nicht, dass wir bereit sind. Wollt ihr bereit sein? Sollen wir bereit sein? Jeder sagt da Amen und Ja. Sondern bin ich bereit, den Weg der Vorbereitung zu gehen, wie Gott ihn haben will? So wie er sein Volk vorbereitet. Das ist die Frage. Das ist spannend. Morgen. Ich schließe mit Vers 17 aus dem Text, mit dem wir begonnen haben. Matthäus 13, 16 und 17. Ihr wisst ja, 16, selig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Und dann geht es in Vers 17 weiter. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und sie haben es nicht gehört. Ist uns das klar, welches Vorrecht das ist, dass wir heute Adventisten sein dürfen? Das ist gewaltig. Was für ein Vorrecht, ihr Lieben. Was für ein Vorrecht. Gottesfürchtige Männer, Frauen und Jugendliche haben zu allen Zeiten hindurch, das sagt hier dieser Text, darauf gewartet, endlich das zu sehen, was sich prophetisch jetzt vor unseren Augen abspielt. Die haben danach gerungen und gefiebert, dass sie das endlich sehen. Sie haben es nicht gesehen, sie mussten ins Grab gehen. Wir sehen es heute und wir schlafen, weil wir uns ständig mit uns selber beschäftigen. Ich. Und der Teufel hält uns damit auf mit uns selber, mit ich. Sind wir bereit für die letzten Ereignisse? Das ist eine wichtige Frage, die werden wir morgen weiter studieren. Und sind wir bereit für das letzte Zeichen? Ich habe euch vorher gesagt, was ich alles sehe und höre. Ein paar Zeichen genannt, nicht alle. Bist du bereit für das allerletzte Zeichen? Dass es endlich sichtbar und hörbar wird. Wisst ihr das letzte Zeichen? Natürlich wisst ihr es. Was für eine Frage. Was ist das letzte Zeichen? Das allerletzte Zeichen. Der ganze Himmel wartet darauf, dass dieses Zeichen endlich in Fülle geschieht auf der Welt. Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium zum Zeugnis für alle Völker, Stämmen, Nationen, Sprachen und Völker. Dreiengelsbotschaft. Und dann wird das Ende kommen. Und zwar so schnell, dass wir gar nicht mit den Augen klappern können, wie schnell das kommt. Habt ihr gesehen? Ich will jetzt nicht mehr zurückgehen, ich bin jetzt schon beim Landen, an Landeanflug. Aber habt ihr gesehen, wie schnell Dinge passieren? Oh, ich kann euch sagen, vielleicht haben wir morgen zwischendurch ein bisschen Zeit.
Ich bin gerade noch rausgekommen aus Kenia. Ich war einer der wenigen Fluggäste auf dem ganzen Flugplatz. Ich weiß nicht, ich bin rausgekommen. Ich war 3 Tage, bevor ich zurückflog, hatte ich noch zu tun in Nairobi. Und ich war dort, bin einkaufen gegangen, habe noch ein paar Sachen erledigt in der Innenstadt. Und ich komme an einem Supermarkt an den Zeitschriftenstand vorbei. Und ich war dort, noch 3 Tage vorher, bevor ich flog. Und ich habe kurz davor noch ein Wochenende gemacht bei den Schülern, bei den Straßenkindern in der Schule und war in Kontakt mit Predigern, mit Lehrern und mit Leuten, die wissen, was da passiert und wie die Stimmung so ist. Und ich habe ihnen gesagt, kriegt ihr mit, was gerade passiert in der Welt mit diesem ganzen Corona-Zeug? Und die sagen, lasst uns in Ruhe, das ist euer Problem. Wirklich, wirklich, die haben gesagt, was haben wir damit zu tun? Es gab dort nichts. Ich kann euch einen Zeitungsausschnitt zeigen, wo die Leute sagen, bei uns gibt's keine. 3 Tage später gehe ich in die Stadt rein, gucke am Kiosk, also am Zeitungsausstand, alle Zeitungen, egal wie die heißen, Standard und Kenyan News und wie die alle heißen, überall die gleiche Schlagzeile vorne drauf. Die hieß, alle Schulen werden kommende Woche geschlossen. Alle haben dieselbe Schlagzeile gehabt, innerhalb von 3 Tagen. Plötzlich war die Gefahr real, innerhalb von 3 Tagen. Vorher haben die gesagt, das juckt uns nicht, damit müsst ihr euch zurechtfinden. Wie schnell können Dinge passieren? Wie schnell? Dass eine Regierung nach der anderen sofort, wie gehirngewaschen, dasselbe sagt, was die WHO sagt. Wie schnell war das passiert, innerhalb von Tagen? Denkt an die Zukunft. Wo Ellen White sagte, the last movements will be rapid ones. Die letzten Ereignisse werden sich überstürzen. Und das wird geschehen. Wir haben es jetzt gesehen. Sind wir bereit? Das werden wir klären. Morgen. Ob wir wirklich bereit sind. Wir werden an die Sache gehen. Wir werden offen, ehrlich uns scannen an der Bibel und am Geist der Weissagung. Und hoffentlich was mitnehmen. Denn wir haben nur noch kurze Zeit, ihr Lieben. Dann wird der Spätregen, das Werk des Spätregens zu seinem Höhepunkt kommen. Und der laute Ruf, die Macht, eine ungekannte Macht bisher, wird die ganze Welt in Bewegung setzen. Und entweder ich bin da dabei, bei diesem lauten Ruf, aber nicht irgendwas rufen, sondern das, was der Johannes gerufen hat. Tu Buße, das Himmelreich ist nahe beigekommen. Ich schließe mit einer Verheißung, Jesaja 50, Vers 4 und 5. Man soll ja meistens positiv enden. Jesaja 50, 4 und 5. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden, zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Wie weckt er uns das Ohr? Smartphone auf 7 Uhr gestellt, wie weckt er uns das Ohr? Die Bibel sagt, dass wir uns weckt. Das meint nämlich nicht, dass ich aufwache vom Schlaf, das Ohr wecken. Das meint, wer Ohren hat, der höre. Alle haben Ohren, aber nicht alle hören. Das meint es hier. Er weckt uns das Ohr. Durch was wird es erweckt? Das Ohr, dass es sagt, Mensch, ich sehe es, ich höre es jetzt, ich kann es hören, was Jesus uns mir sagen will. Wie weckt er das? Durch sein Wort. Und wenn ich morgens alles Mögliche mache, aber nicht sein Wort aufschlage, dann muss ich mich nicht wundern, wie ich weiter schlafe. Und wenn unsere Gemeinden nicht endlich die Bibel studieren wie nie zuvor, jede Gelegenheit, die es gibt, nützen, egal ob Hauskreise, persönliche, bei Freunden, bei Geschwistern, in der Gemeinde. Vers 5, Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Ungehorsam. Da ist das Wort Hören drin. Selig
eure Augen, dass sie hören, und eure Ohren, dass sie hören. Was hörst du? Was siehst du? Beten wir darum, dass der Heilige Geist zu uns spricht und wir hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Wollen wir das tun zusammen? Ich lade euch ein, dass wir niederknien. Lieber Vater, unser lieber Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir freuen uns so sehr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Dein Wort sagt es uns. Gottes Männer, gottesfürchtige Frauen, zu allen Zeiten haben sich danach gesehnt. Selbst Propheten und Patriarchen haben sich danach gesehnt, nach der Erfüllung deines Wortes. Nach den Zeichen, die wir heute sehen und die uns verkündigen, dass dein Kommen nicht mehr fern ist. O Heiland, bitte hilf uns. Wir wollen uns nichts vormachen. Wir wissen, dass wir als Gemeinde schlafen. Wir wollen das nicht gern hören, deswegen reden wir lieber über andere Themen. Themen, wo wir uns auf die Schulter klopfen können. Und wir danken dir, was du alles Gutes tust in dieser Welt, auch in unserer Gemeinde, Herr. Ich bin froh, dass ich Adventist sein darf in dieser Zeit. Dass ich deine Bibel nehmen und glauben und gehorchen darf, so wie es dort steht, ohne sie verändern zu müssen. Herr, wir knien vor dir und wir wollen dich einladen, dass du an diesem Wochenende uns erfüllst mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen so dringend eine Erweckung, die tiefer geht als nur in unseren Kopf und unseren Intellekt. Wir sind Meister im Wort Gottes predigen. Wir sind Meister darin, Menschen zu zeigen, wo andere Christen nicht der Bibel folgen. Und haben manchmal vergessen, Herr, dass wir dabei selber auf der Strecke bleiben, indem wir nicht dem Geist gehorchen, was er der Gemeinde sagt. Ich bitte dich jetzt, wenn wir hier auseinandergehen, die wir hier knien und auch die, die uns jetzt zuhören, die das hören und sehen, wann immer auch und wo immer auch, das spielt keine Rolle. Ich bitte dich, Herr, dass du eine Erweckung sendest, die nicht menschengemacht ist, die nicht auf Gefühlen basiert, keine Gerechtigkeitsschreie für schwarze Frauen und sonst jemanden, die nur rein menschliche Psychologie sind, aber die nicht wirklich die Leere und die Kälte im Herzen der Menschen füllen kann. Herr, du allein kannst das durch die Kraft deines Heiligen Geistes, durch das, dass du die Natur Jesu in uns pflanzt, in die Menschen. Herr, menschlich gesehen ist das unmöglich. Wir wissen das. Und es wird auch immer schwieriger, Herr, in dieser Welt. Aber du hast gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen stark und mächtig. Und Herr, hilf uns, dass wir glauben, dass es eine Macht gibt, eine nie gekannte Macht, auch in dieser Zeit, in dieser Generation, die etwas in den Herzen bewirkt, was wir nicht bewirken können. Lass uns treu sein in dem, was wir tun, alleine und mit unseren Familien und Kindern. Hilf uns, dass wir entschiedener sind, ganz Sache zu machen mit dir. Was immer das auch heißt und wir noch studieren werden in den nächsten Themen. Hilf uns, Herr, und hilf auch diese Gemeinde hier in Burgstetten, aber auch andere Gemeinden, die das hören. Lass uns bereit sein für den letzten Abschnitt der Weltgeschichte und bereit sein, dass wir unsere Gefäße hinhalten, unsere Becher hinhalten, dass du sie füllen kannst mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mit uns gewesen bist an diesem Abend und uns Kraft gegeben hast und Konzentration. Segne unsere Nachtruhe und hilf uns, dass wir morgen mit Freude und mit frischer Kraft dein Wort studieren. Wir wollen dich loben und dir Dank sagen für deine Güte, deine Gnade, deine Vergebung, auch deine Geduld mit uns.
Wir loben dich und danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen.